Ganz herzlich willkommen an alle, die jetzt da sind, heute zur Live-Session in unserem Bienen- und Imkerei-MOOC. Ich freue mich ganz herzlich, dass der Dr. Michael Hart wieder bereit war, eine unserer Live-Sessions zu halten. Und ich habe ihn extra dazu gebeten, hier auch, weil wir am Ende vom ersten Modul sind, das Thema zu nehmen, dass er mal selber vorstellt, wie er imkert und warum er das so macht, wie er jetzt imkert, weil ich denke, das ist eine sehr gute Erfahrung, ich sage mal zum alten Imker, so gesagt, über die Schulter zu schauen und zu gucken, wie macht er das und was kann ich vielleicht selber für mich übernehmen. Und damit genug der Vorrede. Ich würde dir jetzt, Michael, gerne mal Mikrofon und einen Bildschirm übergeben und freue mich schon auf den Vortrag und alles andere kannst du dir selber vorstellen. Also herzlich willkommen. Ja, also von mir auch mal schönen guten Abend in die Runde, auch insbesondere an die Mitglieder vom Leipziger Imkerverein und natürlich anderen genauso herzlich. Und ja, ich freue mich, dass der Dirk mich wieder gebeten hat, mal was zu präsentieren. Diesmal ist es jetzt keine Schulung im eigentlichen Sinne, sondern ich habe mich einfach gebeten, mal zu zeigen, wie ich denn so meine Imkerei betreibe. Ich erhebe jetzt keinen Anspruch darauf, dass das alles so richtig ist, was ich mache. Es ist halt so, wie ich es mache. Und manchmal kriege ich nach Vorträgen mal, wenn ich Bilder von mir zeige, von anderen Imkern, die dann empört sind, dass ich auch alte Rähmchen noch verwende oder dass da Überbau an den Rähmchen dran ist. Wenn das so eingefleischte Backfast-Imker sind, die hier wirklich auf züchten, dass da überhaupt kein Überbau dran ist. Ja, das kommt vor. Das ist das reale Leben, würde ich mal sagen. Und ich stehe dazu. Ich habe auch teilweise Uralträhmchen noch im Betrieb. Die werden regelmäßig gereinigt und infiziert. Nur weil es dreckig und alt ist, ist das für mich kein Grund, das wegzuschmeißen. Ich hoffe, dass man das mit mir, wenn ich mal alt bin, auch nicht macht. Ja, also wie habe ich angefangen? Hier geht es mal los auf der ersten Seite. Man kann Bienenkästen kaufen. Hier oben rechts, das ist jetzt ein Foto auf eine Ausnahme aus den Vogtlandwerkstätten, wo die halt hochprofessionell hergestellt sind. Alles ist genau maßhaltig und passt. Und das ist also ein Foto aus der Behindertenwerkstatt. Ich habe angefangen, dass ich mir einen Kasten gekauft habe und davon die Maße abgenommen habe und dann die nachgebaut habe. Man findet auch beispielsweise auch auf dem Katalog hier von den Vogtlandwerkstätten beim Darandkasten dann auch Maßzeichnungen, wo man sich die Maße dann abnehmen kann. Ich habe stinknormales Schnittholz genommen, Fichten, Bretter, Schalbretter. Und wenn man die hier im Gros kauft, kriegt man auch einen günstigen Preis. Da kamen also sehr viele Bienenkästen von dem Holz. Das war jetzt aber eine Anlieferung für mein Gartenhäuschen. Ja, also dann muss man die Bretter besäumen und zuschneiden. Und hier unten ist also hier gezeigt, es genügt also relativ wenig Werkzeug, eine Handkreissäge, eine Bohrmaschine und ein bisschen handwerkliches Geschick ist eigentlich ausreichend, um Darandkästen zu bauen, weil die keine komplizierten Fugen und Kanten haben. Das also hier, ich habe es aus Datenschutzgründen den Kopf abgeschnitten. Das ist ein Schüler aus der Imker AG, der auch angefangen hat mit der Imkerei. Und ich habe auch als Schüler angefangen, habe gesagt, komm, als Schüler hat man nicht so viel Geld, aber Zeit. Wir basteln das mal zusammen. Man sieht also hier ein bisschen Handkreissäge, Tischkreissäge ist noch ganz gut zur Ergänzung. Und dann kann man eigentlich loslegen, wenn man ein bisschen Zeit und Geschick hat. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, man will unbedingt anfangen mit der Imkerei und Hals über Kopf kriegt man die Möglichkeit, einen Schwarm zu fangen, hat noch gar keine Kästen, kann man sich auch behelfen. Oder wenn bei mir mal alle Kästen belegt sind, hier eine Transportkiste aus Styropor und tut es auch. Also die ist auch als provisorischer Bienenkasten umgenutzt. Hauptsache, man kann die erstmal in der Behausung unterbringen. So, als nächstes muss man dann Rähmchen bauen. Kann man auch entweder selber bauen oder als Bausatz kaufen. Die kaufe ich jetzt mittlerweile wirklich fertig, die Rähmchen in Teilen und mache sie mit der AG zusammen. Und wenn ich sie für mich kaufe, kaufe ich sie fertig gedrahtet und genagelt, weil das doch sehr viel Zeitaufwand ist. Dann geht es weiter mit Mittelwände einlöten. Da sagt man immer so schön, ich habe mir vorgenommen, jetzt hier, dass man das im Winter macht. Das ist eigentlich ungünstig. Ich habe im letzten Jahr im Frühjahr dann doch ein paar Mittelwände gebraucht und habe dann die Rähmchen hier, das ist so ein Babyheizstrahler, auf den halt Dreibein vom Spitzsieb gestellt, damit die ein bisschen vorgewärmt sind. Da sind die erstens weicher und brechen nicht so und zweitens auch schon ein bisschen vorgedehnt, weil im Bienenstock in der Wärme dehnen die sich aus und wenn man dann die horizontal gedrahteten Rähmchen verwendet, wie das bei den Dardan-Waben der Fall ist, dann würden die in der Mitte einen Bauch bilden. Lieber hätte ich senkrecht gedraht. Rähmchen, dann ist aber der Nachteil, wenn man oben putzt, dass man den Draht leicht kaputt macht. Ein zweiter Hinweis, was ich mache, ich löte die Draht für Draht.
und spann dabei den Draht durch, weil der sehr lang ist. Durch die Wärmeausdehnung wird sich das lockern und diese Ausdehnung fange ich dann mit so einem kleinen, dass ich hier hinter den Draht hinterfasse, mit auf. Anfangs, das ist noch ein älteres Foto, habe ich den Kontakt eingeklemmt und das von Hand gespannt. Das habe ich dann noch effektiver gemacht, dass ich die Klemme nämlich an den Dorn dran gemacht habe und dann ist in dem Moment, wo der Dorn dran ist, der Kontakt geschlossen und ich kann das dann machen. Ich verwende einen Batterieladegerät, was man von 6 Volt auf 12 Volt umschalten kann. Beim Edelstahldraht braucht man 12 Volt, beim verzinkten Draht 6 Volt und hat den Vorteil, wenn man ein altes Auto hat, so wie ich, dann braucht man das auch mal für seinen regulären Zweck auch mal recht häufig. Und umgekehrt, einen Trafolöter könnte man nicht zum Autobatterieladen verwenden. Das also dazu, wie ich die einlöte. Und es bleibt, ich verwende selbst gegossene Mittelwände. Man sieht immer am Rand bleibt ein Wachsstreifen übrig. Was ich damit mache, zeige ich dann auch gleich im nächsten. Man kann also aus diesen übrig gebliebenen Wachsstreifen am Rand dann die auch wieder zusammenstückeln, wieder zur Mittelwand. Die Lücken bauen die Bienen einwandfrei aus. Was man dann noch hier sieht, wie ich es dann jetzt eben mache, die Klemme an den Dorn dran und dem, wo er dran ist, wird der Kontakt geschlossen. Den anderen halte ich dann mit der Hand an das Gegenstück dran. Und wenn der Draht dann eingelötet ist, lasse ich zuerst den Kontakt los und halte mit dem den Draht noch ein bisschen gespannt. Und wenn das Wachs dann kalt ist, rutscht der Draht auch nicht mehr durch und bleibt schön dran. Der Draht muss nicht so festgespannt sein, dass man darauf Gitarre spielen kann. Also ich habe schon bei alten Imkern, die den Draht vorspannen, dass sie die Seitenteile so weit vorbiegen, dass die durchgebogen sind. So eine Mittelwand wiegt mal 100 Gramm. Und die muss ja von den Bienen nur gehalten, also von dem Draht nur gehalten werden, bis die Bienen den eingebaut haben. Und so, dass man hinter beim Draht die Wabe nicht zusammenbricht. Und dafür reicht eigentlich, dass der Draht drinnen ist überhaupt. So, weiteres Werkzeug, was man hier so sieht, mal eine spitze Zange, wenn so ein Nägelchen zum Drahtspannen ein bisschen rausgezogen werden muss. Pizzaroller zum Zuschneiden ist es am besten. Mit dem Messer geht sowas schlecht. Hier hinten sieht man die abgeschnittenen Streifen, ist man, wenn man hier die Halbrähmchen macht. Und wenn ich alte Rähmchen, wo ich die Mittelwände raus geschmolzen habe, ist ja der Draht ein bisschen ausgeleiert. Und wenn man die gekauften Drähte verwendet, sind meistens die Nägel hier am Rand so tief eingeschlagen und das Draht so kurz abgeschnitten, dass man den nicht lockern kann und neu nachspannen und nachwickeln kann. Dann macht sich so ein Drahtspanner ganz gut. Das ist also eine Zange, wo vorne so ein Zickzack-Eisenstück dran ist. Und wenn man damit kurz auf den Draht kneift, wird der in Zickzack gebogen, verkürzt sich dadurch und ist gespannt. Ich finde, das ist deutlich besser als diese Röllrädchen zum Spannen. Erstens, weil man dem auch markant an der Seite reinfassen kann oder hier auch diesen seitlichen Draht nachspannen kann, wo man dann mit dem Rollrädchen gar nicht hinkam, weil das Holz direkt dahinter wäre. Und mit dem Rollrädchen zieht mir im gleichen Moment auch den Draht schon wieder lang, in dem Moment, wo man gespannt hat. Also ich finde das deutlich besser. Und als ich das gekauft habe, war das sogar auch günstiger als das Rollrädchen. Was noch ein Hinweis hier, das ist ein Rähmchen von der Imker AG, also nicht von mir. Das ist nämlich eins mit Hofmann-Abstandshalter. Das mag ich gar nicht. Also ich verwende nur die Rähmchen mit den Pilzköpfen als Abstandhalter, weil da nur ein punktförmiger Kontakt ist mit der Nachbarwabe. Hier ist mir die Gefahr, dass die Bienen gequetscht werden beim Schieben zu groß. Und außen wird immer ein bisschen Kittharz drauf getragen und da wird der Abstand immer größer. Und die Pilzköpfe, noch ein Hinweis dazu, das habe ich hier auch mal beim Imkerkurs gezeigt gehabt. So ein Loch, so ein das Loch. Und wenn man damit, da passt der Pilzkopf gut drunter, den Stockmeißel an der langen Seite aufstützt und dann kann man wunderbar mit dem Pilzkopf, mit der Hebelwirkung, den Pilzkopf einfach reindrücken. Dann kann man das nämlich auch sonntagnachmittags draußen machen, weil man das reindrücken macht keinen Lärm. Wenn man so rein nageln würde, würde die Nachbarn irgendwann stören. So, das zur Vorbereitung. Bevorzugt mache ich das. Also hier im Mai war es noch recht kühl, Anfang Mai letzten Jahres. Da habe ich also noch ein bisschen vorwärmen müssen mit der Wärmelampe. Bevorzugt mache ich das auf Vorrat. Im Sommer lege mir das Päckchen vorher in die Sonne, dass das ganze Päckchen Mittelwände schön warm ist. Und dann kann man die wunderbar verarbeiten. So, die Geräte habe ich vorgestellt. Da können wir weitergehen. So, weiteres Werkzeug, wenn man so ein Rauchapparat verwendet, wird der regelmäßig innen drin schwarz und verkohlt. Und dann wird das Loch vorne immer enger und der brennt immer schlechter. Deswegen muss man den auch von Zeit zu Zeit mal sauber machen. Da lege ich den einfach mal über längere Zeit, über Nacht oder ein paar Tage, einfach in Wasser, mit einem Tropfen Spülmittel dabei. Dann weiche ich das ein und man kann es dahinter mit einer Drahtbürste und anschließend mit ein bisschen so einem Stahlschwamm schön sauber machen. Dann wird er wieder schön glänzend sauber. Man könnte ihn natürlich auch ausbrennen, aber da kriegt man heiße Finger und da kriegt das auch leicht dann so Ausglühflecken im Deckel drin. Ich verwende einen Smoker, der einen Haken hat, dass man an der Kastenwand einhängen kann. Das sieht man vielleicht
vielleicht noch. Soweit also jetzt zur Vorrede. Ach so, zum Saubermachen von anderen Gerätschaften. Ich habe 3 oder 4 Besen im Einsatz. Ich verwende nicht einen Gänseflügel, sondern Besen. Und die schmeiße ich da ab und zu mal zwischendurch in die Spülmaschine bei 55 oder 60 Grad und mit Lauge, da werden die wunderbar sauber, dass auch alle möglichen Krankheitserreger dabei mit abgetötet werden. Fangen wir also an mit den Arbeiten im Jahreslauf. Als erstes mal der Winter. Das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr, das ist jetzt noch relativ viel Schnee. Zwischendurch hatten wir jetzt mal Jahre, wo wir deutlich mehr Schnee auch hatten. Jetzt gerade dieses Jahr war viel mehr Schnee auf den Bienenkästen drauf. Und hier hatte ich dann nur ein Styroporpäckchen drauf gehabt. Das wird da beim Sommer mehr von Ameisen zernagt. Mittlerweile habe ich dann im Winter nochmal eine Leerzarge obendrauf, eine halbe, und eine Plastiktüte und habe dann dort meine Sitzkissen von den Gartensitzen drin. Dann sind die im Winter gut verwahrt und die machen eine gute Dämmung im Dach drin oder bei anderen auch mal ein Schaffell. Also irgendwas, das dämmt in die Tüte drin und in der Tüte deswegen, damit es keine Feuchtigkeit aufsaugt. Also man hat dann gleich das Dämmmaterial, kann ich im Sommer als Sitz auf den Gartenmöbeln verwenden und im Winter ist das Dämmmaterial doppelt genutzt. Hier sieht man deutlich, was passiert, wenn das nicht gedämmt ist. Es ist einfach nur eine Folie und der Deckel oben drauf. Man kann also genau sehen, wo das Volk sitzt. Da ist der Schnee dann weggeschmolzen und da sieht man eben auch, dass es ein enormer Wärmeverlust ist. Die brauchen auch deutlich mehr Futter. Also wenn die nach der Oxalsäurebehandlung, die aus der Brut sind, dann mache ich dann Wärmedämmung oben drauf, dass sie nicht so viel Futter verzehren. Auch habe ich dann einen Stiet an der Seite. Ich gehöre mit dem angepassten Brutraum jetzt seit einigen Jahren. Und man sollte auch im Winter immer mal eine Kontrolle am Standplatz machen. Das war jetzt dieses Jahr noch, wo es ein bisschen wärmer war. Im Frühjahr Kontrolle sind noch alle da. Die Deckel sind nicht weggeflogen im Sturm. Also insbesondere nach dem Sturm sollte man immer hingehen. Wenn die mal einen halben Tag im Freien sitzen, halten die das aus. Ich habe also relativ wenig Verständnis, wenn ich dann so vor ein Versicherungsgutachten schreiben muss. Ja, es war Sturm und meine Bienenvölker sind eingegangen. Sagt, man kann ja auch mal direkt am nächsten Morgen mal ans Stand gehen und gucken, was passiert ist. Dann kann man in der Regel so ein Volk retten. Da passiert normal nichts, weil die sich als Traube zusammenziehen. Also im Winter mal immer gelegentlich mal am Stand gehen, gucken, ob noch alles da ist, ob kein Frevel passiert ist. Da zeige ich nachher ein Bild von. Und so Ende Januar, Anfang Mitte bis Mitte Februar mache ich so die erste Durchsicht. Nicht die Völker auseinandernehmen, einfach mal einen Deckel aufmachen. Deswegen, also im Winter sieht man, hier habe ich auch eine Folie drin. Dann ist das nicht so stark verkittet. Ich kann die Dämmung rausnehmen und kann gucken. Und wenn man dann hier, ich hoffe, man kann es sehen, sieht, die Bienenvölker sitzen noch da. Am Rand kann man hier durchgucken, sieht noch verdeckelte Futtervorräte am Rand. Dann ist da alles gut, brauche ich das Volk gar nicht weiter stören. Ich weiß, das Volk lebt noch und hat Futter. Hier ist das Wärmeschiet und eine Wabe, die, wo noch eine alte Wabe, die sie leer fressen sollte, habe ich hier hinter Schiet gehängt, damit die Brut nicht drauf ansetzen, aber das Futter holen sie dann, wenn es wärmer ist, noch rum auf die andere Seite und dann kann ich die irgendwann, wenn sie leer gefressen ist, komplett wegnehmen. Also erste Kontrolle ist nur eine Sichtkontrolle, ob keine Mäuse drin waren, ist mir dieses Jahr passiert, zu dem Thema, es passieren auch Fehler. Ich habe bei einem den Keil vergessen, da waren dann im Herbst schon die Mäuse drin und dann war der ganze Sitz, wo Pollen und Brut war, von Mäusen aufgefressen. Ich weiß nicht, ob es sonst auch eingegangen wäre, jedenfalls war es dann kaputt. Sowas passiert eben auch. Also ich mache auch Fehler dabei. Dann auch Anfang Januar sozusagen Kontrolle von außen. Hier schon erste Bienen kommen mit Pollenhöschen heim. Wahrscheinlich Hasel würde ich mal annehmen. Und dann weiß man, wenn die Pollen eintragen, sollten sie eigentlich auch Brut haben. Immerhin Brut. Es könnte natürlich auch sein, dass die Königin weg ist und sie anfangen, buddelbrügig zu werden. Aber im Januar in der Regel noch nicht. Das passiert dann erst im April. Im Januar sind sie eigentlich unruhiger, nur wenn sie drohnenbrütig oder wenn sie waisenlos sind und verzehren mehr Futter. Deswegen sollte man auch mal reingucken, wie ruhig sitzen sie, wenn es ein bisschen wärmer ist dann später. Dann auch die Kontrolle jetzt beim anderen Bienenstand, wo ich die Kästen mit hohem Unterboden habe, auch ohne das Volk groß aufzumachen, den Boden mal aufmachen, gucken, wie viel Totenfall ist drin. Ist hier mal Vergleich nebeneinander. Bei dem Volk, das ist der gesamte Totenfall von dem Volk. Hier Volk 10 und das Volk 9, das sieht man hier jede Menge Totenfall. Wenn ich hier so viel Totenfall sehe, dann gucke ich auch mal rein, wie sieht es denn drin aus. Deswegen habe ich hier auch mal bei dem habe ich gar nichts weiter gemacht, nur außer von der Folie oben gucken, wo sie sitzen, wobei das auch in dem Gemüllrest unten sieht. Und bei dem Volk habe ich dann mal die Folie auch abgenommen, guckt, wo sitzen. Also sie lebten noch hier hinten in dem hinteren Viertel von den Waben waren noch ein paar lebende Bienen, nicht besonders viele. Und ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Die sind dann bei dem minus 15 Grad, haben sie es nicht mehr geschafft. Die haben also schon Brut angesetzt. Hier am einen hatten die ein kleines Brutnest gehabt, waren noch da, hatten auch Futterkontakt gehabt. Aber die waren zu wenig, um da bei den minus 15 Grad, die wir dann jetzt im Februar hatten, da sind sie erfroren. Die haben dann ihr Brut noch verlassen, man hat es gesehen, sind im Futter hinterher und irgendwann waren sie sammeln. Und Ursache, hier sieht man es, das ist der
Ich habe, die Kästen sind diese noch vor 40 Jahren selbst gebauten Kästen hier, halten also immer noch. Habe natürlich da, das war damals noch nicht übrig, ich habe also damals noch ohne Varroa angefangen zu imkern, habe also keinen Bodenschieber drunter. Ich schiebe dann so eine Schale mit einem Gitter in den höheren Boden rein und da sieht man also hier massenhaft Varroa-Milben, die dann ja nach der Oxalsäurebehandlung im Winter wohl runtergefallen waren. Das war dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen viel für das Volk. So, und dann auch bei der Kontrolle bei einem anderen Volk habe ich dann hier, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, von ferne habe ich gedacht, wäre Königin vielleicht dabei gewesen, eine Jungkönigin. Habe gedacht, na, guck ich doch mal lieber nach. Und habe da einfach die Randfarbe ein bisschen auseinandergezogen und habe dann schon gesehen, aha, es ist offenes Futter da, die Bienen sitzen ruhig. Und gleich auf der Randfarbe, das ist eben der Vorteil, wenn man die Königin kennzeichnet, hier mit so einem kleinen fluoreszierenden Plättchen, brauche gar nicht weit sehen, habe ich gleich gesehen, Königin auf der Randfarbe, ruhig, alles da, wunderbar. Ein Handy ist schön flach, da kann man mit der Kamera auch dazwischen mal stecken und das Foto habe ich also mit einer Handykamera zwischen die Wabe geschoben, dann fotografiert. Da konnte man also sehen, das Volk ist weiselrichtig, alles gut und es entwickelt sich auch wunderbar. Bei anderen Völkern auch mal ein Blick von oben rein. Hier sieht man, sie sitzen manchmal etwas tiefer. Verdeckeltes Futter kann man vom Rand sehen. Hier ein bisschen nah raus vergrößert aus dem Foto. Ne? Man sieht, die Bienen sind da, verdeckeltes Futter. Man braucht die, also das verstehe ich unter Futterkontrolle. Also nicht das Volk dann auseinanderreißen, sondern wenn man es nicht schon durch die Folie sieht, hier, das waren halt nur relativ wenige, dann mal die Folie abnehmen. Aber mehr störe ich sie dann Zeit auch nicht. Ja, im Januar war es ein bisschen wärmer gewesen. Das ist ein Volk, wo ich dann gar nicht weiter die Folie abnehme. Auch gleiche Kontrolle. Man sieht schon durch die Folie, über den Trägern oben drüber sind welche. Futter am Rand war noch zu sehen. Also ist das für Januar alles in Ordnung. Das war jetzt mal eine Durchsicht bei einem anderen Volk. Das ist am Außenstand gewesen, wo ich im Januar nicht nachgeguckt hatte. Ich sagte, jetzt gucke ich mal im März, ob die überhaupt noch leben. Und die haben also wunderbar frischen Pollen eingetragen. Sieht man, dass der oben matt ist und nicht glänzend eingelagert. Die Bienen sind ruhig und da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Dann ist alles in Ordnung vom Rand her. Nur bis man es sieht, kann man da schauen. Alles ist gut und die Frühjahrskontrolle kann man abschließen. Letztes Jahr im März, das war eine Wabe, die ich am Hinterschied gestellt hatte, ein bisschen abseits. Da sieht man schon dann, wenn es ein bisschen wieder waren, da schon die Wachsmottenlarven dran. Das sollte man also relativ zügig dann rausnehmen. Hier ging es mir aber darum, was macht man dann dazu? Ich habe die also hier angepasst mit dem Sheet an das Brutnest, da noch eine Futterwabe gelassen und das Brutnest sieht man hier war in dem Bereich, also im Zentrum sieht man viel verdeckelte Brut, dann hier ein bisschen offene Brut am Rand Pollen und es ist erstaunlich, das ist jetzt nicht etwa abgeschüttelt, das sind so wenig Bienen, also wie wenig Bienen doch das schaffen, die Brut groß zu ziehen und dann auch ein ordentliches Brutnest anzulegen. Das ist jetzt ein paar Wochen später, 16.04. Man sieht also umgekehrt, da wo erst die verdeckelte Brut war, ist die geschlüpft und ringsrum ist alles jetzt verdeckelte Brut. Es ist war ein anderes Volk, aber man sieht doch, wie gigantisch die Entwicklung ist. Hier auch etwa so auf 5, 6 Dardanwaben haben die insgesamt, die Randwaben meistens noch nicht bebrütet und hier ist das Sheet und dahinter nochmal eine Futterwabe als Vorrat. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ich habe, glaube ich, eine Frage, die ist fürs weitere Verständnis wichtig von Gabi. Was ist ein Sheet? Ein Sheet ist ein Trennbrett, ne? Und das ist hier aus Hartstyropor, das hält ein bisschen warm. Also einfach eine Wabe, die ausgefüllt ist. Die Bienen können da drum rumlaufen. Das ist einfach nur eine Begrenzung des Brutraumes, womit ich das Kastenvolumen anpasse. Ich gehe vielleicht nochmal zurück, wo man den Kasten von oben sieht. Ja, Moment, das war doch gut. Wenn ich das nicht hätte, das hält ein bisschen die Wärme zusammen in dem Bereich, wo die Bienen sitzen. Und die Dardan-Kästen sind so groß, dass ich niemals den ganzen Raum brauche. Ich kann das selbst im Sommer, sind die auf 12 Waben passen rein, sind die vielleicht auf 10 Waben, in der Regel starke Völker auf 8 bis 10. Ich habe also immer am Rand Platz, wo ich die Waben hinschieben kann für die Durchsicht. Ich brauche also keinen extra Wabenbock. Und ich kann auch, wenn ich meine Wabe auf Seite stellen möchte, die daneben einhängen, es fallen keine Bienen runter. Insbesondere wenn die Königin runterfällt, die fällt immer in denselben Kasten zurück. Also es ist sozusagen eine verschiebliche Außenwand. Die Bienen können drumherum laufen, die können so zu Fuß in den Bereich gehen. Wenn sie aber hier genügend Platz für die Brut haben und genügend Honigraub obendrauf, tun sie das. Sie bauen auch dort keinen Wildbau, solange sie genügend Kastenplatz haben, den sie besiedeln können. Das zeige ich später beim Erweitern der Honigräume noch. Ne? Also man braucht hier keine Baustärbe und was nichts drin. Wenn sie anfangen, hinter zu bauen, wird es Zeit, Honigraum zu erweitern. Also hier ist eben der Vorteil, ich kann den Brutraum anpassen an jegliche Legeleistung der Königin. Eine schwache hat halt nur 3 bis 4 Brutwaben und eine starke halt 6 bis 8, eventuell bis 10 Waben, wenn es hochkommt.
Ja, das also, was ein Sheet ist. Also Sheet ist ein Brett, entweder aus Hartstyropor, da wird es als Wärmesheet bezeichnet, oder als Sheet, dann ist es einfach nur ein Brett. Aber es schließt nicht bienendicht ab. Ne? Also ich kann jetzt nicht zwei Ableger nebeneinander lassen, die laufen auch drumherum, auch die Königin läuft auch mal drumherum. Wenn es sehr eng ist und dahinter eine Wabe wäre, dann würden sie dahinter gehen. Also ich muss diese Wabe, die ich zum Ausfressen dahinter habe, dann auch relativ bald, bevor ich den Honigraum aufsetze, auch wegnehmen, sonst würden die auch, wenn es eng wird, dahinter gehen. Das so als Ergänzung dazu. Danke für den Hinweis. So, dann blättern wir wieder vor. Also so sieht es dann ein paar Wochen später aus. Gesundes Brutnest, wunderbar, braucht man sich keine Sorgen machen. Dann kommt die Zeit, wo man die Futterkranzprobe nehmen will, wenn man im Sommer mal auf die Belegstelle gehen will oder Ableger verkaufen will oder wandern will. Haben ja die meisten Amtsärzte gerne, dass man da vorne eine Laborkontrolle macht. Hier in Leipzig ist es so, dass das Veterinäramt eine Eigenkontrolle akzeptiert. Ich kann also selber meine Futterkranzprobe nehmen, ins Labor schicken und teile dem Amt einfach nur das Ergebnis mit. Leipzig-Land ist da pingeliger. Die wollen eine vom Bienensachverständigen amtlich genommene Probe haben, obwohl diese Probe gar nicht amtlich vorgeschrieben ist. Es ist einfach nur eine Ergänzung. Vorgeschrieben ist einfach nur die klinische Untersuchung durch den Amtstierarzt. Und sicherer ist es natürlich mit der Futterkranzprobe. Also dabei bedenken, die ganze Arbeit mit Entnehmen, Einschicken, Laboruntersuchung, Zurückschicken, dauert etwa 14, also mindestens 14 Tage, bevor man wandern will, sollte man das machen, damit man hinterher nicht in Zeitnot kommt. Ja, sowas passiert dann eben auch. Man sieht hier Anfang Februar, das war 2018, also zwischendurch immer mal eine Standkontrolle machen. Das war Frevel, die Kästen sind dann von Jugendlichen, das war ein Standplatz an der Schule, umgeworfen worden. Die waren also mächtig mutig und haben sich bei kaltem Wetter an die Bienen getraut. Und ist nichts passiert. Die Lehrerin hat mich angerufen und dann bin ich halt hin, haben wir die Kästen, die Waben wieder ordentlich geordnet, aufgestellt und alles gut. Die Bienen haben das überlebt, also die sind jetzt nicht so empfindlich. Auch im April, wenn man Ableger, ich habe die Futterkranzprobe gemacht, ich habe jetzt als Begattungskästchen verwende ich Normalmaßkästchen, als Wirtschaftsvölker die Dardan-Kästen. Und dann kommt es natürlich vor, ich muss auch mal einen vom Begattungskasten umsetzen in den Wirtschaftskasten. Und das passiert dann eben auch hier im April, wenn Ableger, die ich dann nicht verkauft habe oder die ich dann eben auch umlogieren will. Wie geht das? Normalmaß ist kleiner, ist also ganz einfach. Das sieht man, also hier ist der Normalmaßkasten. Ich nehme einfach einen Oberträger oder eine Leiste, lege ich oben drauf, in der Mitte mit dem Akkuschrauber kurz eine Schraube durch. Und dann kann ich den mit der Leiste nehmen und in den Dardan-Kasten reinhängen. Ich kann den natürlich auch in ein Rähmchen reinbauen, wie das hier das erste war ein Rähmchen. Dann ist es seitlich begrenzt. Natürlich machen die an der Seite ein bisschen Wildbau. Das ist aber nicht schlimm, da bauen sie Drohnenbau rein, das ist ein bisschen wie Baurahmen, da schneide ich bei einer Durchsicht raus und habe dann gleich Kontrolle und Varroa-Reduzierung dabei. Und nach, wenn die Brut ausgelaufen ist, nehme ich die am Rand oder wenn ich im Sommer dann die komplette Brutentnahme mache, kommen die dann raus, die Kästen. Und hier sieht man, ist der komplette, hier neben ist der Ablegerkasten jetzt komplett umgesetzt in den Dardan-Kasten in den größeren. Also auch wenn man sozusagen als Anfänger sich mit einem größeren Maß arbeiten will und kleineres hat, ist überhaupt kein Problem. Von klein in groß geht immer. Zanderwaben passen direkt rein, die Ohren sind lang genug, die Fläche ist ein bisschen kürzer, passiert auch ein bisschen Wildbau, aber das ist nicht so schlimm. Die Bienen können mit Wachs umgehen und ein Imker mit dem Stockmeißel auch, da muss man erst mit dem Stockmeißel am Rand entlang das lösen und da kann man das auch rausnehmen. Wenn man das zweimal gemacht hat, sind die Ränder so ein bisschen abgerundet, dann bauen die auch gar nicht mehr so furchtbar viel an. So, das dazu. Ja, wenn man umgekehrt von einem großen Maß auf einen kleinen umsetzen muss, dann geht das eigentlich am besten, wenn man einen kleinen Kasten draufsetzt und dann wartet, bis sie hochgewandert sind bei der Ende April bei starken Völkern kam, also meistens habe ich bei starken Völkern so 8. bis 10. April den ersten Honigraum drauf. Bei schwächeren Völkern kann das aber auch erst Anfang Mai der Fall sein. Hier bei dem Volk, das war ein sehr gut entwickeltes Volk, das hat also am 23. April schon den zweiten Honigraum gekriegt. Und zwar wird er nicht, weil er dann schon voll war, sondern einfach, weil die Bienen den besetzt haben, damit sie mir unten keinen Wildbau machen. Und da bei der Gelegenheit, vorher habe ich immer nur flüchtig geguckt, ja, Brut ist da, alles gut. Aber dann hat sich gezeigt, entweder ist dabei so erstens durch die Königin verloren gegangen, jedenfalls 23.04. ein Volk von denen an dem Standort war buckelbrütig. Man sieht hier unregelmäßige Brut, relativ wenig Bienen, es werden immer weniger. Hier sieht man auch, dass das dann, ja, manche sind ein bisschen ausgefressen, ausgeräumt. Was habe ich mit dem Volk gemacht? Ich habe das abseits, es war dann gegen Nachmittag schon ein bisschen kühl, eine Styroporkiste, alle in die Styroporkiste gefegt, dass sie nicht vom Boden her gleich verkühlen. Die abseits hier, das sieht man von diesem Bienenschuppen da unter den Dachunterstand gestellt, dass es nicht von oben, es fing nämlich auch so ein bisschen Nieselregen aufzukommen, habe ich da sind sie von unten warm und von oben regengeschützt und habe die einfach die dort abgestellt, dass sie sich dann abfliegen und woanders einbetteln mussten und das hat dann auch funktioniert. Sowas passiert dann noch im April. Das war jetzt hier vor langer Zeit mal noch Wanderung in die Obstblüte.
Da sieht eben hier Löwenzahnblüt, Obst. Manche Obstbauern zahlen Bestäubungsprämie. Ansonsten lohnt sich im Frühjahr die Wanderung nicht unbedingt, weil es überall eigentlich Tracht gibt im Frühjahr. Da braucht man den Aufwand sich nicht antun. Und ja, einfach, ich blende immer mal Bilder von der jeweiligen Tracht zu der Jahreszeit ein, wenn ich mal einen Bienenstand fotografiert habe. So was passiert dann auch manchmal im April. Das ist jetzt nicht bei mir, aber als Vorsitzender wird mir manchmal angerufen. Also 30. April scheuen ein Schwarm. Ein wunderbares Teil, schön groß. Sie sehen hier meinen Schwarmfang, Spezialwerkzeug, nämlich einfach ein Wassereimer. Hat den Vorteil, der hängt jetzt natürlich schön idealer Höhe, da so einen Meter hoch an einem dünnen Ast. Da fällt, der läuft ja schon fast rein in den Eimer. Aber wenn er auf die Leiter muss, ist es mit so einem Eimer viel einfacher als mit einem komplizierten Schwarmfangkasten, womöglich noch eckig und kantig und Holz und schwer. Sondern wenn es immer mal Leiter steht, da ist ein Griff dran, den Eimer drunter, am Schlag drauf. Dann kann man am Henkel fassen, hat dann die andere Hand frei, um sich an der Leiter vernünftig festzuhalten. Und unten am Boden kann man den dann in den Kasten, der hier hinten bereitsteht, umschütten. Also man kann Bienen wunderbar mit dem Eimer hin und her schaufeln, die müssen nicht gleich in den Holzkasten rein. Wenn es ein bisschen höher ist, nehme ich mir auch ein Leintuch mit, ein nelkenölgetrenntes Leintuch und schlage das dann beim Runtertragen über den Eimer rüber. Aber meistens, das Gros bleibt im Eimer drin, wenn man die Traube sauber trifft. Ich will dazu anmerken, ich habe bei meinen Völkern seit 3 Jahren keinen Schwarm mehr gehabt. Das liegt nicht an der Schwarmverhinderung, das liegt einfach an der Vermehrung und am Platzmanagement. Aber Sie sehen etliche Schwarmbilder, die ich da mal einblende, wie mir dann macht. So, das noch zum Thema Wanderung, auch mal länger her. Wenn man das alleine macht, hier eine Sackkarre, dann Querriegel dran und dann hier kann man es drumherum binden, dass die nicht umkippen, kann man es auf dem Anhänger fahren und dann geht es eben ab. Die Paletten habe ich auf dem Dachträger, wenn man hinwandert, sind sie noch leer, da kann man einmal fahren, sie doppelt laden, alles gut verzoren, sind ja also reichlich Gurte und Schnüre drumherum, dass da nichts runterfällt und die Sackkarre ist eben auch dabei. Das war jetzt hier beim Abladen, ist schon länger her, da habe ich noch eine Benzinlampe, jetzt habe ich einfach einen Spannungswandler im Auto und fährt eine normale LED-Leuchte, das ist viel bequemer, als hier mit so einer Benzinfackel sich da im dunklen Licht machen zu müssen. Oder man wandert eben morgens dann in den Tag rein. So, das ist jetzt auch so ein Wanderstand im Raps. Das war ein Saatguterzeuger, der dann auch Bestäubungsprämie bezahlt hat, aber mittlerweile, ich glaube, der arbeitet auch nicht, weil rechnet sich vielleicht nicht, weiß nicht. Jedenfalls war das dann mal ein Wanderabstand zur Rapsblüte. Jetzt wieder zurück, das war jetzt letztes Jahr Bienenschwarm, auch in angenehmer Höhe hier. Man sieht, man kommt davon bequem von Hand dran. Ich war gerade im Auto unterwegs, das gehört noch zum letzten Bild. Hier ist dieser Knebel, wie dann die Schnur einfach da mit so einem Knebel über Kreuz belegt, wie beim Segeln. Und da ist man relativ schnell kastenfest dran gemacht. So, zurück wieder zu dem. Ja, ich war im Auto unterwegs, wurde dann angerufen, hier hängt ein Bienenschwarm. Und ja, das passte gerade, war nicht weit weg. Bin ich dorthin gefahren, hing bequem, habe dann, Passant kam vorbei. Ist immer, wenn man so einen Bienenschwarm fängt, die Leute gucken und wollen Fotos, habe ich sie gebeten, ob er mit meinem Handy auch mal ein Foto macht, dass ich für Schule auch mal was zeigen kann. Aber so den Karton, den ich im Auto hatte, das war noch das war ein Ameisensäurekarton oder Oxalsäurekarton, den Karton drunter gehalten, die war Bienen reingeschüttelt, durch das Handgriffloch haben die das gleich als Flugloch angenommen, reingesetzt. Ich habe dann ein Brettchen drauf gemacht und dann abends wieder geholt. Ich hasse es, wenn ich dann manchmal am zweiten Tag zu irgendwelchen Schwärmen gerufen werde. Gestern war der Imker da, hat hier einen Schwarm gefangen und heute ist schon wieder ein Schwarm. Da kommt man hin, da ist dann noch mal eine Handvoll Bienen, die nicht mitgekommen sind, nur weil der Imker zu faul war, den Kasten so lange stehen zu lassen, bis alle drin sind. Man muss, wenn man einen Schwarm fängt, einfach entweder stundenlang dabei warten, bis die letzten drin sind, die noch unterwegs sind. Ich mache so, ich stelle den Kasten hin und gehe dann abends, wenn die Flugzeit vorbei ist, muss ich halt noch mal hin und holen dann ab. Also wir sollten eigentlich Bienen nicht in der Natur dann umkommen lassen. Und nach dem Motto, okay, den großen Schwarm habe ich und der Rest kann zusehen, wie er bleibt. Das verträgt sich meines Erachtens nicht so mit der Ethik, dass man einfach sagt, die kommen halt um. Die betteln sich nicht woanders rein. Die haben sich gewohnt, dass ihr Volk dort sein müsste und die bleiben dann dort so lang, was passiert. So, was war da noch im Mai? Den ist im nächsten Monat. Im Mai, das sind jetzt keine Schwarmzellen, sondern das sind Nachschaffungszellen. Erkennt man daran, hier ist noch Brut. Und da, wo noch dann halbwegs Brut war, die sie noch umwandeln konnten, da haben sie nebeneinander Weiselzellen draus gemacht. Was war passiert? Ein Imker wollte eine Königin haben. Ich habe die gesagt, prima, von dem Volk wollte ich sowieso umweiseln. Da war eine Standbegatte drin und ich wollte eine Belegstellenkönigin reintun. Die haben mir die Königin nicht angenommen und dann haben sie dann zu spät gemerkt, dass ihre Originalkönigin eigentlich nicht mehr da war. Die Königin nicht zugesetzt hatte, haben sie abgemurkst. Ja, und dann mussten sie halt Zellen nachschaffen. Also das ist hier deutlich zu erkennen, Nachschaffungszellen, keine Schwarmstimmung in dem Volk. Und vielleicht auch ein Hinweis an Jungimker, die Zellen dann, wenn man keine andere Königin hat, nicht rausbrechen. Danach, das ist die letzte Chance, da noch eine Königin reinzukriegen, sonst werden die buckelbrütig.
So auch die Zeit, so Ende April, Mitte April mache ich einen Baurahmen rein und dann kann man meistens Anfang Mai, ich weiß jetzt nicht, ob das hier der erste oder zweite Durchgang ist, Drohnenrahmen schneiden. Man sieht, oben dran haben sie schon Futter eingetragen, es war Tracht. Unten sieht man die verdeckelten Drohnenzellen und die untere Hälfte habe ich dann einfach ausgeschnitten, das Futter oben gelassen und gleichzeitig auch 17.05. schon Honigraum schön vollgetragen und verdeckelt. Könnte man eigentlich dann schon schleudern. Meistens schleudere ich dann Ende Mai. So, nochmal ein Drohnenrahmen, der reif ist zum Ausschneiden. Ein anderer Drohnenrahmen, das Volk war jetzt noch nicht so drohnenbrutwillig. Da sieht man, die haben den mit Arbeiterbau ausgebaut. Und was mache ich dann noch neben der Imkerei? Präsentiere ich auch die Bienen hier. Das war 2019, die Agrarlandwirtschaftsmesse, Kleintierschau. Da hinten ist der Schaukasten. Ich habe das Foto gemacht, mein Neffe hat es präsentiert. Wir sind regelmäßig immer neben den Hühnern und bei den Kaninchen. Aber das hier war so ein Schaubild, da hinten sind die Schafe. Der Dr. Golze kennen vielleicht einige. Der war für im LFULG in Köllisch gewesen und hat dann immer die Tierarten vorgestellt. Ja, und das sind auch Sachen, wo man dann politisch präsent ist hier. Das ist der Stand vom Landesverband. Ja, unser Ministerpräsident, damaliger Landwirtschaftsminister. Und das Foto hat der Nachbar von der Tierseuchenkasse gemacht. Der ist Mitglied bei den Grünen. Der hat gesagt, ja, das ist unser Ministerpräsident, der sagt, in 5 Jahren wird man fragen, wer ist denn der Herr neben dem Herrn Hart? Wabenkunst im Baurahmen am 23.05.18. Hier sieht man, habe ich also etwas spät erweitert. Das war auf dem Außenstand gewesen. Die hatten viel Tracht gehabt, ja, und am Rand war noch Platz gewesen. Da war irgendwie Wildbau am Schied unten dran und da haben sie oben die Zellen jetzt wirklich auf 3-4 Zentimeter ausgezogen und voll Nektar getragen. Im Mai letztes Jahr ein Feld hier in Wiederitzsch. Wunderschön voll Mohn. Mohn bringt keinen Nektar, aber viel Pollen. Und das haben sie wahrscheinlich extra nicht gespritzt. Hin wieder so in voller Blüte waren. Tag drauf war da irgendwie ein Fototermin. Da waren also mitten im Feld dann riesen Kameras und Fotos und Reflektoren und Scheinwerfer ausgebaut. Wahrscheinlich haben sie das als Hintergrund für irgendeine Werbeaktion oder so gebraucht, das Mohnfeld. So, 27.05. zu Ende Mai ist dann die Zeit, wo ich ernte. Das ist hier der Stand in der Schule. Ich stapel dann erstmal, muss ich den Turm abstapeln, weil ich immer nach oben erweitere. Das heißt, die Waben mit Honig sind unten und deswegen habe ich gezeigt, das 29.06., das ist also jetzt gegen Ende. Ich hatte dann keine Zeit gehabt zum Ernten. Das heißt, unten sind die vollen Honigräume und oben habe ich dann einfach Leerräume erweitert. Und deswegen sind hier dann jetzt im Extremfall mal 5 Honigräume oben drauf. Beim Schleudern kommen dann die unteren 3 weg und dann sind wieder nur noch 2 drauf. So, also die oberen abstapeln. Der oberste, der dann rückt dann nach unten. Da ist dann schon ein bisschen Nektar drin und die meistens die unteren beiden sind dann schleuderreif und stelle ich dann beiseite. Man sieht, die Bienen sind friedlich, man kann da also ohne Schleier und was weiß ich dran. Und am Außenstand ernte ich den einfach mit Abklopfen und Fegen. Also erstmal einen Schlag drauf, in den Eimer rein. Und wir haben nämlich die Bienen auch am 29. wollten wir zur Belegstelle ein paar Bienen gebraucht, hier um die Begattungskästchen zu füllen. Und damit die daneben fallen, hier den breiten Deckel drauf, dass man die auch hinterher mit der Folie dann einsammeln kann. Also erst einen Schlag und dann den Rest noch mit dem Besen weggefegt. Und dann kann man die Waben schleudern. Hier das auch mit der Imker AG, die Waben zum Schleudern. Ich habe so einen Deckelwachsschmelzer zugelegt, seitdem entdeckle ich mit dem Messer, weil da sehr viel Deckelhonig anfällt, der dann aber unten durch das Sieb hier gewonnen werden kann. Anfangs habe ich, das zeige ich dann gleich, mit Heißluft entdeckelt und erst die leer geschleuderten Waben frisiert. Die Schleuder und dann unten als Sieb verwende ich kein Doppelsieb, sondern einen Kübel mit einem senkrechten Sieb. Das setzt sich nicht so schnell zu, weil die Wachsteile nach oben schwimmen. Noch besser wäre, wenn man große Mengen schleudert, ein ganz großes Grobsieb, das man einfach nur mit dem Eimer auffängt und dann 2, 3 Grobsiebe hat, die erstmal durch das Grobsieb und dann durch ein Spitzsieb filtert. Beim Schleudern ist auch wichtig, Qualitätskontrolle hier mit dem Refraktometer zu messen. Die Skala, ich habe es dann versucht, mit dem Handy durch das Okular durchzufotografieren. Darauf muss man achten, dass es erst am besten ein temperaturkorrigiertes Refraktometer ist und dass die Skala auf Zehntel-Einteilung ist. Die kosten alle gleich, egal ob die in 1% oder in 1/10% geteilt sind, aber die 1/10% kann man viel besser ablesen. Und am besten auch eins, nicht was zum Wein geeignet, hier unten steht Honey, also es ist schon wirklich für Honig Zuckergehalt, da braucht man nicht umrechnen, von Öxle in Zucker oder von Wassergehalt in Zucker, dann passt es. Also wenn man sich anschafft, mal durchgucken oder den Händler fragen, wie die Skala ist und ob es temperaturkorrigiert ist. Dann, wenn der Honig geerntet ist und ihn abfüllen will, beimpfe ich den mit einem fein gerührten
Honig von vorher, der wird dann also reingerührt, dann kristallisiert er relativ schnell und kann dann abgefüllt werden. Die Variante, bevor ich den großen Deckelwachsschmelzer hatte, mit dem Heißluftföhn, sieht man hier, wie wunderbar die entdeckelt werden. Man ist also da in einer halben Minute fertig, so eine Wabe entdeckeln, ohne Matscherei. Wenn man Zentner Honig geschleudert hat, hier unten sind, was ich, ein paar Tropfen auf dem Alublech. Man kann das auch auf Seite stellen, weil die nicht abgeschnitten sind, rollt da nicht viel raus. Und dann hinterher, nach dem Schleudern, schneide ich sie mit so einem Brotmesser hier ab und gewinne dann das Deckelwachs. Also das Argument, man gewinnt kein Deckelwachs, wenn man es mit Heißluft trifft, nicht zu, weil ich muss die Waben auch wieder in Form bringen und das passiert dann hier hinterher. Honigernte mit der Bienenflucht, das mache ich am Heimatstandort. Dann setze ich morgens die Bienenflucht ein, da können nämlich über Nacht nochmal den Honig nachtrocknen. Und morgens setze ich die Bienenflucht ein. Hier sieht man, Bienenflucht ist also eine Einbahnstraße für Bienen. Da sind Löcher drin, dass nach unten der Geruch da ist. Und dann geht es sternförmig nach außen. Es gibt verschiedene Modelle. Und dann sind nach 3-4 Stunden, also morgens setze ich es ein und mittags ernte ich dann den Honig ab. Da sind noch sehr wenige Bienen drauf. Entweder fege ich die ab oder mit dem Laubbläser kann man sie rauspusten. Hier ist davor glatte Oberfläche, wo die dann auch wieder zurücklaufen können. Also Ernte mit der Bienenflucht, am 10.06. war das gewesen. 15.06. kamen dann auch die Völkchen von der Belegstelle zurück. Da sieht man hier, da kann man dann also hier dann auch dann die Weißelzellen schon mal rausnehmen und die dann wieder, wenn man Ableger dann bildet, dann verwenden. Jetzt die zweite Ernte und Abernten, 9.07. Wir sind schon kommen langsam ans Ende vom Bienenjahr. Honigernte auch wieder hier mit Bienenflucht am Heimatstandort. Jetzt mal, hier habe ich nebenbei andere Modelle. Das ist so eine sternförmige Duftloch in der Mitte. Hier ist so ein Kläppchen-Variante oder hier mit so einem Draht drin. Hier ist es so, wie es zusammengebaut ist. Hier haben wir Deckel aufgemacht, sieht man, wie das innen drin aussieht. Also die Bienen können durch das Riechen, das Laufen durch, können aber gegen Draht nicht wieder zurücklaufen. Dann also im Juli ist die Honigernte vorbei und mit den Bienen aus den Honigräumen kann man dann Ableger machen. Hier sieht man, da steckt ein Zusatzkäfig drin und die Reste in den Begattungskästchen ist noch Restbrut drin. Da stelle ich dann einfach hinter das Sheet-Term rein, da kann hier die Brut noch auslaufen und dann zu dem anderen Volk sich dazu gesellen. Die Brut wird hier nicht verlassen, die wird noch weitgehend mit gewärmt, bis sie dann geschlüpft ist. Und das ist eben der Vorteil vom großen Kasten, man kann da einfach mal was mit reinstellen oder hier war Wildbau dran gewesen, den lege ich da einfach mit rein, dass dann abseits vom Brutnest, das tragen sie dann leer, insbesondere im Juli, wenn dann die Trachten ab wird. Ja, wie mache ich dann die Kunstschwärme auch? Hier ist dann der Kübel, wo ich die Bienen bei der Honigraumernte reingeschüttet habe. Die werden dann gleich mit Milchsäure besprüht zur Varroa-Behandlung. Schüttelt man dann, hier habe ich dann zwei Mittelwände, am Rand eine Wabe mit ein bisschen Futterwaben dabei. Hier ist die Königin zugesetzt wird und hier ist dann dieser Iltis-Zusetzkäfig drin, dass der Kunstschwamm dann sich entwickeln kann. Es geht dann auch los mit Varroa-Behandlung, Thermobehandlung, verdeckelte Brutwaben, die man dann entnommen hat, bei beispielsweise kompletter Brutentnahme, kann man mit der Wärmebehandlung, eine Wärmebehandlung unterziehen. Ich bin davon noch nicht ganz 100% überzeugt. Ich habe den Eindruck, dass je nach Brutstadium manchmal es doch zu Schäden kommt. Andere Imker schwören da drauf. So, dann hat man den Honig geerntet, muss ihn irgendwo lagern. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich für die Langzeitlagerung einen Kühlraum zur Verfügung habe und hier entweder in Kübeln oder im Regal schon abgefüllt. Was hier vom Carsten Feuerstein hat mir einen Tipp gegeben, hier diese stabilen Fohlenbeutel zum Einschweißen, da kann man abfüllen, dann in Karton packen. Da passen durchaus 38 Kilo in so eine Folie rein, die reißt auch nicht und hat den Vorteil, wenn man den Honig dann jetzt an andere Imker verkaufen will und der, was es hier in Süddeutschland ist, also 2019 hatte Süddeutschland überhaupt keine Frühtracht gehabt, dann kann man so einen Karton auch mal ganz normal mit der Post verschicken. Ich habe also auch habe es zwar noch nicht gemacht, aber mich erkundigt gehabt und habe dann auch einen Paketdienst gefunden, die bis 40 Kilo für 10 Euro verschicken. Und da kann aus Süddeutschland ein Imker, schafft es dann gar nicht für das Geld, hier nach Leipzig zu fahren, sich den Honig abzuholen. Da kann man so wunderbar günstig verschicken, während so im Hobok ist das ja mal sperrgut und ungünstig zu verschicken. Und abgesehen davon kann er den Karton und die Tüte dann bei sich behalten, braucht man nichts wieder, kein Leergut zurückschicken und so weiter. So, Varroa-Behandlung weiter. Wenn man dann Ameisensäurebehandlung gemacht hatte, auch ja, ein Thymolschälchen, die bei uns ja von der Tierseuchenkasse gefördert und abgegeben werden, taugt alleine nicht. Ich verwende das nur nach, weil ich welche übrig hatte, wenn die Ameisensäure behandelt waren, um dann die Reinvasion oder in der Hoffnung, die Reinvasion verhindern zu können, kommt da zwischendurch so ein Schälchen drauf. Meines Erachtens aber für die Behandlung, gerade hier dieses Apigat, ist zu schwach und zu langsam, um einen Befall zu reduzieren. Meine Futterschalen nebendran, leere Eisdosen mit Luftpolsterfolie dran und da können die dann ihr Futter rauslecken.
wie gesagt, als Hauptbehandlung neben der Brutentnahme. Dann Ende August, September wird dann nochmal eine Ameisenbehandlung auch bei den Kunstschwarmvölkern meistens notwendig. Ich schwöre auf den Nassenheider Verdunster. Mir ist damit noch bei meinen undichten Kästen noch nie ein Volk umgekommen und ich nehme an größten Docht. Aber man sieht, die haben überall Ritzen und Kanten. Also ich denke, dass da eben auch, wenn es mal zu viel ist, das dann rausdampfen kann. Und man hat ja auch nebenbei noch den leeren Raum, wo dann auch die Seuche hinfällt. Und dann der Hinweis, was will ich hier zeigen? Ich habe bei den Deckeln gespart. Lohnt sich auch nicht. Man sollte Edelstahldeckel nehmen. Ich habe die verzinkten Deckel, Drosten tun die ja auch nicht. Von Wasser nicht, aber von Säure. Und deswegen, also hier ist dann nochmal ein Zwischendeckel und eine Folie. Und dann der Deckel, nochmal eine leere Zarge obendrauf und dann erst der Deckel. Sonst würden die an den Ritzen, die treten die Dämpfe aus und der Deckel würde von innen komplett verrosten. Hier, das ist ein kleinerer Kasten, hier steht der Verdunster neben, also der ist nur halb voll und der Verdunster steht hier unten im Brutraum neben den anderen Waben. So, dann hier die Ameisensäure, die Folie zum Ausrüsten, zum Eierpappen, zum Anzünden, das ist das, was man auf dem Bild so sieht. Was passiert im August noch? Hier habe ich mal gesehen, was machen denn die Bienen da? Und hier kann man so ein bisschen am Rand sehen, ist eine Hornisse eingeknollt. Räubereigefahr. Ich habe morgens nur mal kurz im Schuppenraum geguckt, vergessen, die Tür richtig zuzumachen. Und die Schleuder war eigentlich zu, aber die Biester haben doch tatsächlich die Schraubenlöcher gefunden, sind da rege rein und raus durch die Schraubenlöcher und haben eine Riesenräuberei entstanden. Auch mein Wabenstapel, wo eigentlich ein Deckel drauf war, aber irgendwie Risten haben die gefunden. Ich habe dann kapituliert, habe das alles aus dem Bienenhäuschen rausgeschafft, habe dann Folie drauf gemacht, vielleicht, wenn ich das dicht einpacke und dann abends freilasse. Also keine Chance. Wenn die Bienen mal räubern wollen, dann tun die das. Dann, also muss zusehen, dass man wirklich aufpasst und den Kasten dicht behält. Wieder Schwarmfang im September. Das kann nur ein Varroa-Notschwarm sein, weil im September sind die eigentlich auf dem absteigenden Ast. Das war jetzt in der Innenstadt gewesen. Und ja, bequem einzufangen. Ich habe einfach einen Karton unten daneben gestellt, eine Wabe, ein bisschen offener Brut daneben, den man sehen, und dann sieht man, wie die dann hier vom Stamm entlang, weil an dem Stamm ist ja schlecht, eine Kiste drunter zu halten. Und dann marschieren die alle wunderbar, zack, 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 über den Karton zu ihrer Brutwabe rein. Da kann man den Deckel zumachen. Den kurzen Weg nach Hause haben die genug Sauerstoff drin, da braucht man auch kein Luftgitter großartig machen und kann die damit nach Hause nehmen. Nochmal ein anderes Foto, Varroa-Behandlung mit Ameisensäure, habe ich hier gemacht, weil da ist der Verdunster drin und da ist der Rand, da habe ich den Deckel eben umgekehrt nach oben, dass die Säuredämpfe sich nicht unter dem Deckel fangen und den Deckel dann korrodieren. Ja, Vermarktung. Ich bin natürlich als Vereinsvorsitzender, Verbandsvorsitzender Fan von unserer Marke, echter deutscher Honig. Nebenbei habe ich auch ein paar Produkte und die kann man dann hier vermarkten. Man sieht hier, das im Allee-Center, die verkaufen, also die wollten Bienen auf dem Dach haben. Ich sagte, okay, ich habe Probleme mit der Vermarktung, müsste auch den Honig dann verkaufen. Und die schlagen dann nochmal 100% auf, aber sie kriegen offensichtlich los. Also sie verkaufen tatsächlich hier ein 250-Gramm-Glas für 5,50 €. Ich kriege nur die Hälfte davon, aber Bedingung war, es ist ja auch für die Marke, um Reklame für die Marke zu machen. Und vorne steht dann so ein großer roter Aufkleber aus der Region, weil das zieht ja dann auch so modern. Auf der Rückseite ist dann hier Werbung, dass das hier der Werbehonig vom Allee-Center ist. Also kann man auch mit der echten deutschen Honigmarke auch die eigene Aussage mit transportieren, das dazu. Ja, Juni dann nochmal zurück, das hat man schon gesehen, die Abfüllen, Ablegerbildung und auch hier ist nochmal ein Schwarm, den habe ich im Juni gefangen. Der war tatsächlich so ein Riesenteil und von dem habe ich im Juli dann Honig geerntet. Königinzucht, das A und O. Ich habe erzählt, dass ich selber keine Schwärme habe. Ich beziehe also Königinnen vom Züchter und vermehre die dann und bringe die auch zur Belegstelle. Und das sind hier die verschiedenen Schnitte gezeigt. Hier habe ich mal für einen Anbrüter einen mit Brut oberhalb von einem anderen Volk abgesetzt, dass sie dann sich weiselos fühlen und die Zellen anziehen. Hier sieht man mit Käfigen geschützte Zellen, die dann nur noch jetzt, bis sie schlüpfen, warm gehalten werden, kommen also zwischen Brutwaben in den Honigraum. Dann hier Befüllung von Begattungskästchen, einfach der schüttet vorher in eine Wanne rein und mit dem Schäufelchen werden die dann da reingeschaufelt und dann kommt eine Zelle, wird eine Zelle zugesetzt. Ja, und wenn die dann von der Belegstelle wiederkommen, Mitte Juni, sind hier Zusatzkäfig in die Kästchen reinzusetzen. Ja, letztes Jahr sind mir dann die Begattungskästchen ausgegangen, weil ich Gelegenheit hatte, günstig viel Zuchtstoff umzularven. Die Gelegenheit wollte ich natürlich nutzen, hatte ich dann ein Kästchen mehr, also auch wieder so eine Transportkiste, innen drin mit Heißkleber aufgeteilt, diese Begattungskästchenscheiben dran gemacht und schon hat man provisorische Begattungskästchen. Sind also dann 8 Begattungskästchen drin, jeweils mit 4 kleinen Waben. Und jetzt, das war Abholung von der Belegstelle, raus mit dem was zusammen machen im
Belegstelle Lautental, so sieht das also aus, die ganzen Begattungskästchen rechts und links vom Weg und im Wald hoch. Alternative zur Belegstelle wäre natürlich instrumentelle Besamung. Habe ich auch mal vor vielen Jahren gemacht. Ich kann es, aber es lohnt sich nicht. Da habe ich einfach zu wenig Völker. Im zweiten Jahr ist man im Prinzip in der Inzucht drin. Das ist für spezielle Sachen vielleicht eine Fragestellung, aber in der Routine ist Belegstelle dann doch einfacher. Ja, und wenn ich die Begattungskästchen dann auflöse, hatte ich eben gezeigt, entweder in den Kasten nebendran auslaufen lassen oder hier haben wir es so gemacht, dann diese Begattungskästchenrämchen an Leiste geschraubt und dann auch im Ableger mit daneben gehängt. Ja, eine Zelle, das war eine Königin, die abgelegt war und dann sammeln sich das sofort, vermerkt man, wenn die Königin attraktiv ist, Flugbienen, die sich dann ansammeln und die Königin gut finden. Zurück zum Thema Schwärme. Man hat natürlich nicht immer Glück, dass man so riesengroße, gute Schwärme kriegt. Manchmal hat auch so Krüppel, hier haben mich Radfahrer angerufen, das war in der Nähe von Markleeberg, also einmal quer durch ganz Leipzig durch, Riesenfahrerei, fast 1,5 Stunden unterwegs, ein kleines Schwärmchen an so einem, haben die gut beschrieben, da ist so ein brauner, grüner Pfosten am Feldrand und da hängt ein Bienenschwarm dran. Also es war hier so eine, ja, sag mal, 2 Handvoll Bienen und bis ich dann da war, waren die alle in dem Rohr drin. Und dann habe ich mir da auch mal einen Drohnen geschnappt. Da war natürlich prompt gleich auch eine Varroa drauf. Also so Sachen muss man dann auch mal einfangen, wenn man sich sagt, okay, man will auch Bienen schützen. Und ja, wie kriegt man die aus dem Rohr raus? Ich hatte zufällig, bin halt Bastler im Auto, so ein Wasserrohr liegen, habe dann dieses Wasserrohr in das andere Rohr reingesteckt. Erst habe ich gedacht, damit ich es wieder rauskriege, aber es war unten ging das Rohr nicht weit tiefer weiter, es hat also unten aufgelegen, aber dann habe ich erst mit dem Gummi versucht festzubinden, das war ein Fehler, an dem Gummi sind dann ein paar Bienen gequetscht worden, hinterher habe ich das Rohr da einfach raus und rein aus sie reingesetzt, die haben sich am Rohr festgesetzt, habe das rausgeholt, am Karton abgeschlagen und dann das Rohr nochmal reingesteckt und durch die Mitte vom Rohr oben Rauch reingeblasen, dass der Rauch von unten aus dem Rohr rauskommt und die restlich nach oben raustreibt. Also muss bei den verschiedenen Schwarmsituationen auch immer so ein bisschen erfinderisch sein. Waldtracht ist nicht hier bei uns in der Gegend, sondern in der Slowakei. Beim Junker-Treffen waren wir dort. Hier sieht man also wunderbar die Läuse mit den Jungen und daneben dran den Pfleger, also die Ameise. Und hier kann man sehen, die Tautropfen an den unteren Nadelenden dann dran. Oxalsäurebehandlung, wir nähern uns dem Jahresende, also Träufelmethode, zugelassene Verfahren mit der Spritze. Manchmal sitzen sie im Winter etwas tief unten in der Gasse mit der Taschenlampe reinleuchten, wo sie sitzen und da wird dann mit der Spritze drauf geträufelt. Ja, zur Varroa-Kontrolle, hier habe ich einfach nochmal gezeigt, die meine Schale mit ölgetränktem Tuch oder man kann das auch machen. Zu den Fehlern, die man machen kann, wenn man mal eine Wabe irgendwo hinstellt und dann vergisst, dann sieht das so aus oder eine Schale, die hatte ich dann den ganzen Sommer über, einfach wie ich im Herbst geguckt, wollte ich da in die nächste Schale reinschicken. Mist, da ist ja noch eine drin und da haben unten wunderbar die Wachsschmotten sich breit gemacht in den Gemüll, was in der vergessenen Schale. Ja, im Winter dann auch sich fortbilden ist angesagt. Take-Home-Message können Sie auch merken. Hier Robert Paxton bei der Multiplikatoren-Schulung. Also Deformed Wing Virus ist gefährlich. Der Typ B ist hochvirulent, können Sie sich auch gleich merken und ist weit verbreitet. Also Schulung besuchen und das, was man früher nebenbei macht, Kindergartengruppen, für die ist das ein Gaudi, wenn die da mal die Schleier anhaben und die kriegen dann auch mal die Drohnen, die können ja nicht stechen, da sind die ganz begeistert, also in der Hand innen drin haben die einen Drohnen und der arme Kerl, aber das ist eine Begeisterung für die Bienen. Und jetzt bin ich also mit allem, was ich so mache mit meinen Bienen, dann am Ende. Gut, also ganz, ganz vielen Dank erstmal. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Es sind natürlich reichlich Fragen aufgetreten. Ich versuche mal von vorne anzufangen. Lässt du die Windel im Winter in der Beute? Ich gehe davon aus, so meint die hier Varroa-Schubladen. Ja, also meistens ja, weil ich will ja auch gucken, was nach der Oxalsäure drin ist. Und abgesehen deckt das auch ein bisschen den Boden. Ich habe ja keinen Schieber. Und dann pfeift da nicht der kalte Wind so rein. Die sind, selbst wenn das Flugloch dann zugeht, die sind am Rand genügend ritzenfrei, dass sie nicht ersticken können, wenn das mal zufrieren sollte. Aber ich lasse die einfach drin, dass da nicht so viel Kälte von unten reinpfeift. So, die nächste Frage kommt von der Gabi. Möchtest du sie selber stellen? Ich weiß jetzt nicht mal, was ich gefragt habe. Also. Na, ob die wegen der Rähmchen, ob die gesäubert werden müssen. Ach ja. In welchem Zusammenhang war das? Ja, ob die, ob diese Gitter gereinigt werden müssen oder ob das die Bienen machen. Also die Rähmchen nach dem Ausschmelzen von den Mittelwaben. Also wenn ich die alten Waben, wenn ich die einschmelze, ich habe einen Dampfwachsschmelzer und da kommen die eigentlich
relativ sauber raus. Also ich nehme die, sobald, ich lasse die nicht abkühlen, sondern sobald ich die rausnehme, kratze ich die ab und mache die sauber und schlage die ab, dann sind die sehr gut sauber. Wenn ich die Gefahr habe, dass ich Bedenken habe, dass da Infektionen drin sind, würde ich es nochmal mit Natronlauge kochen. In der Routine mache ich das aber nicht. Ich mache regelmäßig Futterkranzproben, dass ich weiß, der gesamte Bestand ist gesund, dass ich keine Faulbrut drin habe. Und dann ist ja der Status von den Völkern bekannt. Und dann verwende ich die nach einem Dampfwachschmelzer, kratze die schön sauber und verwende die dann wieder. Da, also wenn man das direkt, solange sie noch heiß sind, macht, kriegt man die wunderbar sauber. Wenn man es dann sauber schrubbt, die Nuten auch dabei gleich mit dem Schaber sauber machen. Mhm. Also wenn man das im heißen Zustand macht, wenn die noch dampfheiß sind, geht das gut. Man muss natürlich da Handschuhe anziehen, sonst kann man sie schlecht anfassen. Mhm. Und dann funktioniert das. Okay, danke. Also meine Frage ist, man hat jetzt auf den Bildern nur ganze Mittelwände gesehen. Wir wissen ja alle, dass Wachs ziemlich teuer ist. Und ich habe jetzt von vielen alten Imkern gehört, dass die nur einen Streifen auch manchmal für quer dann so in diese Rähmchen einlöten, um sich so sozusagen ein bisschen Wachs zu sparen. Und die Biene baut dann den Rest aus. Ich meine, jetzt im Honigraum ist es dann fürs Schleudern vielleicht nicht ganz so günstig, aber bei der Brut müsste das doch eigentlich gehen, oder? Das geht einwandfrei. Man kann auch mit Naturbau arbeiten, nur einen kleinen Anfangsstreifen machen. Bei dem großen Rämmchennest mit da, das muss man auf jeden Fall ein Draht auch beim Naturbau drin haben. Es sei denn, sie stehen permanent am Stand, aber dann sollten sie auch bei Hitze beschattet sein. Sonst reißen die, wenn ein Futterkranz drüber ist, ab. Also ja, man kann mit dem Anfangsstreifen arbeiten. Aber Bienen machen nicht immer das, was sie sollen. Da muss man rechnen, dass sie auch manchmal Drohnenwaben dazwischen bauen. Aber ich finde, das ist nicht schlimm. Das ist vollkommen okay. In der Imker AG hatten wir auch erst nicht so viel Wachs gehabt. Da haben wir einfach nur mit Anfangsstreifen und Naturbau gearbeitet. Das geht. Aber ich habe mittlerweile seit 40 Jahren Bienen und so viel Wachs, dass ich mir das dann, ich gieße die auch selber, dass ich dann reichlich dann habe. Aber vom Anfang, wenn man nicht so viel Wachs hat, ist das eine wirkliche Alternative und funktioniert. Also Bienen haben Wachsdrüsen und Bienen können auch mit Wachs umgehen. Das funktioniert. Du hast noch weitere Fragen, Lukas? Ja, genau. Also bei mir war es vor 2 Jahren so, Sie haben ja auch von Ihren Misserfolgen erzählt und die gezeigt, was ich persönlich sehr sympathisch finde. Ich hatte vor 2 Jahren den Fall, da habe ich die Bienen in Winterruhe geschickt und dann bin ich im Frühjahr wieder hin und das Volk war weg. Ich hatte vereinzelt Bienen, die mit dem Kopf noch im Honig gesteckt haben. Also die haben dann wahrscheinlich Futter gesucht, aber kein Totenfall unten drin. Und jetzt frage ich mich, ob die dann auch im Winter irgendwie noch abhauen können oder sich dann bei anderen Völkern irgendwie einbetteln oder woran das gelegen haben kann. Sowohl als auch. Also sie können im Winter abhauen und ich denke, das war noch Futterkränze in der Kiste drin gewesen. Wahrscheinlich ja, würde ich vermuten. Das wäre nämlich das typische Krankheitsbild von Kahlfliegen, Folge von Varroa- und Virusinfektion. Und ich habe auch so ein Volk auch schon bei mir gehabt, wenn die ich weiß nicht, Paralysevirus oder was auch immer haben, jedenfalls sind die verhaltensgestört. Das sind auch Bienen, die dann im Sommer, ich habe die bei mir an der Terrasse stehen und man kann, wenn man die genau beobachtet, sieht man schon, welche verhaltensgestört sind. Normalerweise fliegen Bienen nicht zum Licht. Die haben ihren Tagesrhythmus und bleiben nachts in der Kiste und fliegen nicht wie Motten nachts zum Licht, sondern die Bienen sind drin. Und das sind dann die Verhaltensgestörte, die, wenn da an der, das sind welche aus dem Kasten kamen, dann welche flogen auch rausflogen zum Licht. Wie es dann im Winter kalt wurde und Schnee war, davor konnten wir immer bei denen sehen, da flogen welche bei Kälte raus und sind dann im Schnee verklammt. Also sie sind nicht rausgeflogen, haben sich woanders eingebettet, sind rausgeflogen und draußen irgendwo umgekommen. Und ich denke, dass, also bin so der Meinung, ohne dass ich jetzt das nachgewiesen habe, dass das Folge von Virusinfektionen ist und Verhaltensstörungen. Also die Paralysebienen, dann das Gehirnbefall. Und die sind einfach, die gehen auch, bilden auch keine richtige Wintertraube. Die sind unruhig, die laufen rum, die fliegen bei Kälte raus, die fliegen bei Dunkelheit raus und irgendwann sind eben keine mehr da. Okay, sehr interessant. Dann habe ich noch eine Frage. Gerade für Anfänger ist ja das Überwintern ziemlich schwierig. Normalerweise würde man dann 2 schwächere Völker zusammenführen. Ich hatte dann einen Ableger gemacht oder mich daran versucht, auch mit Dadant. Und dann sind die teilweise aber noch nicht so stark im Winter, dass man die auf 10 Waben überwintern kann. Sie haben jetzt auch Völker gehabt mit 6 oder 7 und dann den Trennsheet. Macht es Sinn, hinter dem Trennsheet nochmal extra zu dämmen, um den Bienen das Überwintern zu erleichtern, zum Beispiel mit Zeitung oder Ähnlichem? Ja, wobei Zeitung saugt sich voll, das wird dann Feuchtigkeit bilden, aber viele von Brüssinger haben sozusagen auf der Außenwandseite nochmal so ein Styropor-Sheet, dass einfach die Wand nochmal gedämmt ist. Ist ganz logisch, wenn es kalt ist, müssen die Bienen heizen.
wenn es nicht so kalt ist. Und heizen bedeutet Zucker verbrennen. Und viel Zucker verbrennen bedeutet viel Kot produzieren. Und wenn es dann kalt ist und rauskommt, ist die Gefahr, dass sie Ruhe kriegen. Wenn es ein Volk mit 20.000 Völkern Bienen einwintern und die müssen 5 Kilo Futter verarbeiten, ist das, jetzt mal schnell Kopfrechnen, deutlich weniger pro Biene, als wenn sie 5.000 einwintern und die müssen 5 Kilo Zucker verarbeiten. Das heißt, jede Biene hat bei einem großen Volk viel weniger Kot aufzuheben als bei einem kleinen. Und wenn man die aus sich schwächen, dann, wenn sie brutfrei sind, also ich packt die ein nach, im Prinzip nach der Oxalsäurebehandlung. Die Oxalsäurebehandlung, das habe ich vergessen, mache ich Anfang Mitte oder Mitte November. Wenn ich es verpasse, spätestens Anfang Dezember, aber nicht erst Ende Dezember oder Januar. Also in der Regel sind die starken Völker Anfang November brutfrei, dass man also in der ersten Novemberhälfte die Oxalsäurebehandlung machen kann und danach wird sie erst richtig kalt und dann packe ich die auch hemmungslos ein. Die bleiben dann, dass die, wenn sie dann wieder Brut anfangen, dann nicht so viel wärmen müssen. Die fangen aber eigentlich erst im Januar dann auch wieder an zu brüten. Und dann, wenn es so richtig knackig kalt ist und die haben schon Brut angefangen, dann macht es Sinn, die einzupacken. Und ja, wenn man dann auf der Außenwandseite nochmal ein Wärmebrettchen hinmacht und auf der zum Leerraum hin vielleicht 2 Wärmebrettchen, ist das reduziert den Zuckerverbrauch. Danke. Ja, das passt gleich dazu, weil es auch um die Isolierung geht. Wenn ich nicht Styropor haben möchte, sondern einen natürlichen Dämmstoff nehme, zum Beispiel Schilf, der hat ja geringere Dämmwirkung, kann ich dann die Dämmstärke auch in der Größe von 2 Rämmchen oder mehr machen? Sicher, man hat ja genug Platz in der Kiste. Also selbst im Winter gehen ja zusammen, das geht. Aber gehen dann die Bienen auch hinter so eine Breite, hinter einen breiten Schied hin, um sich Futter zu holen? Ich würde annehmen, ja, wenn es warm genug und sie stark genug sind. Ne? Wenn sie kurz vorm Verhungern sind, sind sicherlich nicht mehr, aber solange sie noch nicht gerade, bei minus 15 Grad würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Aber bei 10, 11, 12 Grad, da fliegen sie auch raus und holen sich Wasser. Da finden die auch, dass hinterm Schied Futter ist. Und man muss ja nicht gleich 2 oder 3 warm, aber ich kenne auch das so mit Hobelspänen gefüllte Holz. Rähmchen oder so. Also irgendwas, was dämmt, ist dann auf jeden Fall günstig. Allein deswegen, dass die Wandstärke ja größer ist. Es ist nicht nur ein 20 mm Holzbrett als Begrenzung haben, sondern dann nochmal ein Brettchen davor ist. Danke. Möchtest du dein Mikrofon freischalten? Wenn das nicht der Fall ist, lese ich das vielleicht vor, die beiden Sachen. Sind Wachsmotten auch schon in der Beute, wenn die Bienen drin sind oder nur beim Aufbewahren von älteren Rähmchen? Die Wachsmotten sind überall, wo bebrütete Waben sind. Und das merkt man nämlich daran, wenn man schwächere Völker hat und die denn nicht so hinterm Schied rumlaufen. Zumindest die fliegen in die Stöcke rein, legen auch ihre Eier drauf. Und die Bienen räumen die dann natürlich weg, wenn die drin sind. Wenn man die Waben dann ins Wabenlager stellt, sind die Eier schon drauf. Also ich habe auch schon Schmetterlinge da, das sieht man auch im Sommer, wenn man beobachtet, wenn die Wachsmotten da sind, die versuchen da auch reinzukommen. Ne? Aber die Bienen wehren die normalerweise ab. Aber wenn man ein schwaches Volk hat, schwachen, frisch gebildeten Ableger mit einer alten Futterwabe am Rand, da kann man das beobachten, ist ja auch dahin wollen. Dann die nächste Frage war von ihm noch, dass es... Buckelbrut oder Drohnenbrut. Drohnenbrütigkeit ist, wenn Drohneneier in einer Arbeiterzelle sind. Die Drohne ist größer, deswegen passt die Drohnenlarve dann in die Arbeiterzelle nicht richtig rein. Und das bildet dann auf der Oberfläche, wird die dann verdeckelt und bildet dann buckeligen Zelldeckel. Deswegen heißt es Buckelbrut. Genau genommen ist Buckelbrut, wenn es eierlegende Arbeitsbienen hat, und drohnenbrütig, wenn es noch eine quasi unfruchtbare Königin drin ist. Gut, danke. Sebastian Stur hat noch eine Frage gestellt, die kannst du selber stellen. Ja, kann ich. Ich habe jetzt gerade mit meinen Bienen umzugsbedingt suche ich nach einem neuen Standort und ich habe mich gefragt, wie viele Monate die Bienen den Tracht vorfinden müssen. Also wenn man jetzt von den großen Trachten ausgeht, Obstblüte, Linde, Saalweide, also von wann bis wann die dort am Standort Tracht sein sollte, damit ich weiß, okay, hier ist auf jeden Fall lang genug Tracht, dass die genug Futter eintragen. Das ist jetzt eine Gewissensfrage. Also die Bienen sammeln ja sehr effektiv und wenn man denen den Honig nicht wegnimmt, reicht denen die Frühtracht. Also wenn ich ein starkes Volk habe und das sammelt dann, was weiß ich, 20 Kilo Frühjahrshonig rein, das reicht für den Rest des Sommers und auch für den Winter. Und wenn man also einen ungünstigen Standort hat, wo dann nur
viel Getreidefelder drumherum sind und wenig Tracht, dann kann es passieren, dass man Anfang Juni keinen Ertrag mehr hat und dann entweder genügend Honig drin lassen muss oder dann schon anfangen musst du füttern. Das ist also mehr die Frage, wie viel Honig wollen Sie für sich haben? Ne? Und wenn dann im Mai die letzte Tracht ist, dann wird man nicht viel Honig für den Imker übrig haben, weil die Bienen, wenn man sagt, okay, ich möchte die Bienen mit Honig überwintern, dann brauchen sie das alles wirklich selber. Also das ist meine Frage, wie viel Honig möchte ich ernten, wie die Trachtsituation in der Gegend ist. Und okay. Wichtig ist, dass die Pollenversorgung da ist, weil die kann man nicht durch Zucker ersetzen. Genau. Und also am besten, also wenn ich nochmal zurückkomme, am besten ist wirklich, wenn die bis im Juli Tracht haben für den Honigertrag, vielleicht wenn man noch mal im August Waldtracht und Heide hat, aber das ist mit der Varroa-Behandlung dann manchmal schlecht. Also ich bin eigentlich ganz froh, in der Leipziger Gegend haben wir im Juli ist bei uns Trachtende. Und dann kann ich, dann wird es auch Zeit für Varroa-Behandlungen auffüttern. Es gibt ja Gegenden, wo dann nochmal zwei große Trachten kommen. Okay, danke. Und ich hätte dann noch eine zweite Frage, die würde ich direkt im Anschluss kurz stellen. Ich habe mal gehört, dass man, wenn man jetzt einen Drohnenrahmen ins Volk hängt, zwecks um den Schwarmtrieb ein bisschen zu dämpfen und den ausschneidet, dass man diese Drohnen gut zum Beispiel jetzt nicht irgendwie für die Vögel hinlegen sollte zum Auspicken oder den Hühnern hinlegen sollte wegen Krankheiten. Habe ich da irgendwie was falsch im Kopf oder vielleicht können Sie da noch was kurz zu sagen? Ja, also man darf keine Waben nicht wegen Krankheiten für die Vögel, sondern die Krankheiten für die Bienen. Ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man nicht weiß, welchen Gesundheitsstatus die Bienenvölker haben. Deswegen ist es nach Bienenseuchenverordnung dann verboten, eben solche Gegenstände frei liegen zu lassen. Ich untersuche meine Völker regelmäßig mit Futterkranzprobe. Nichtsdestotrotz können sie zwischendurch sicher die Faulbrut irgendwo eingefangen haben. Und wie gesagt, Faulbrut ist der Grund, warum es verboten ist, weil Bienen sind ja nicht nur für die Waben, für die Bienen attraktiv, sondern umgekehrt nicht nur für die Vögel attraktiv, sondern auch für andere Bienen, die dann Honigreste und was sich holen. Wenn dort Krankheitserreger drauf sind, werden die Krankheitserreger dann in andere Bienenvölker getragen. Deswegen ist das verboten. Also die ausgeschnittene Drohnenbrut kann man entweder, ich gebe es einfach direkt in den Dampfwachsschmelzer und wenn man die Hühner füttern will, die Hühner fressen auch gekochte Drohnen oder ich tue es dann auf dem Kompost vergraben, wenn sie dann ausgeschmolzen sind. Gut, dann haben wir jetzt vielleicht nochmal die letzte Frage vom Lukas. Ja, ich wollte wissen, wie Sie die Bienen in den Honigraum kriegen. Ob es da irgendeinen Trick gibt, ob Sie da mit Zuckerwasser einsprühen oder ob man da ein junge Bienen drüber ausklopft, solche Sachen. Die gehen da freiwillig rein, weil sie den Platz ja brauchen. Ich verstehe Ihre Frage schon. Schwierig ist es, wenn man noch keine, also wenn man ausgebaute Waben in Honigraum hängt, gehen die wunderbar nach oben. Wenn man aber natürlich Anfänger ist und hat man noch keine ausgebauten Waben, dann sollte man auf jeden Fall welche haben, wo die Mittelwände bis unten sind, dass sie irgendwo einen Aufstieg haben, weil die fangen ja oben an zu bauen. Und wenn man nur Anfangsstreifen hat, dann wird das nicht funktionieren. Also dann auf jeden Fall, da muss man dort im Honigraum zumindest ein, zwei Waben mit ausgebauten Mittelwänden, die bis unten hin reichen, dann im Brutraum unten soweit anpassen und rechtzeitig aufsetzen in der Phase, wo es noch keinen Futterkranz unten im Brutraum eingetragen haben. In dem Moment, wo die einen breiten Futterkranz unten im Brutraum angelegt haben, gehen die da nicht mehr drüber wirklich. Also so zeitig den Honigraum aufsetzen, dass die, wenn sie ihren Futterkranz, Zucker, Winterfutter verbraucht haben, gleich nach oben können, bevor die Tracht einsetzen und sie sich die erste Tracht im Brutraum anlegen. Dass sie gleich die erste Tracht auch im Honigraum tragen können. Und den Brutraum wirklich nur für die Brut benutzen. Ansonsten hilft es vielleicht, dass man wirklich eine Mittelwand dann im Brutraum gibt, wo bis oben hin sie oben hin laufen können. Also so ein Futterkranz auf dem Brutraum ist eine Sperre, dass sie hochgehen. Wenn der nicht da ist, gehen sie in der Regel, wenn sie Platz brauchen, auch hoch. Und wenn sie einmal oben sind, geht es weiter. Okay, danke. Gut, jetzt war vom Thomas eine Frage. Das war das mit dem Honig. Genau, die Frage war, den Honig zu impfen mit standfremden Honig, weil war mein erster Winter jetzt und ich habe natürlich keinen Honig von mir selbst um den Honig. Das kommt darauf an, was man mit dem Honig hinterher machen will. Wenn man in die Gefahr kommt, dass man den Honig an die eigenen Bienen verfüttern will irgendwann mal, würde ich das auf keinen Fall tun, weil selbst deutscher Honig kann Faulbrut belastet sein. Importhonig ist zu 90% Faulbrutsporen belastet. Also wenn der Honig dann sicher nie an eigene Bienen oder an Bienen verfüttert wird, kann man das tun. Würde ich aber nicht tun. Dann muss man halt die erste Schale einfach, das Beimpfen beschleunigt nur die Kristallisation. Wenn man nicht beimpft, muss man halt ein bisschen länger rühren und das funktioniert auch. Und ich hätte
Ja, zu der Frage mit dem Sheet gerade nochmal, mit der Windel. Ich habe vorher das Mikro nicht angekriegt. Ich hatte die jetzt diesen Winter raustun müssen oder im Herbst schon, weil bei mir alles verschimmelt ist. Irgendwie. Also die Windel war verschimmelt und jetzt im Frühjahr oder im Januar, als ich das erste Mal reingeguckt habe, war der Deckel auch komplett verschimmelt und auch das Sheet, eine Wärmesheet. Ja, dann ist, ja, ich habe ja gesagt, meine Kästen sind alle ein bisschen zugig und da. Ja, da muss man vielleicht, wie gesagt, bei mir ist ja, ich habe ja nicht das, wie bei den neuen, so eine Wärmeschublade, sondern das sind ja, wie Sie gesehen haben, so Schalen, die man draufstellt. Und da bleibt ringsrum bei dem Bodengitter, sagen wir mal, so 1-2 Zentimeter Rand noch frei, wo eine gewisse Belüftung noch dort ist. Ich denke, wenn es schimmelt, ist einfach zu wenig, dann zu, der Kasten zu dicht. So dicht sind meine Kästen dann nicht. Ne? Da könnte man vielleicht dies einfach nur eine kleinere Schieber reinmachen, der vorne noch einen Zentimeter Luft hat oder so, dass ein bisschen Luftzirkulation da ist, dass es nicht so schimmelt. Oder wenn man breit genug einen Dachüberstand hat, einfach die Einlage, was weiß ich, 3 Zentimeter zurückziehen. Nur wenn es im Freien steht, wird es da ja drauf regnen und das Wasser drunter laufen. Ist vielleicht auch nicht so tragisch, aber dann führt es in die Nuten rein. Gut, die Frage beantwortet, dann können wir jetzt zu Robert gehen. Ja, genau. Mich würde mal der konkrete Produktname für diese Honigschlager-Tüte bzw. Beutel interessieren. Also es muss ja auch immer lebensmittelecht sein. Und bevor man dann irgendwelchen Mist kauft, wäre da eine konkrete Produktempfehlung nochmal interessant. Moment, jetzt, kleinen Moment, ich guck mal. So, mein Folienschweißgerät ist von Alpax. Und aber ich denke, das gibt es auch von verschiedenen Herstellern und die gibt es ja auch für Fleischereien und was weiß ich. Das sind also die dicke Folien, die so geriffelt sind, damit man dann die Luft. Das sind Vakuumbeutel einfach plus. Das sind Vakuumbeutel, genau. Die kann man auch, okay. Ich mache da auch mit dem Vakuumgerät, sauge ich dann so weit die Luft raus, bis dann der Honig, also ich sauge natürlich den Honig nicht in das Vakuumgerät rein. Das also hinterher sind die wirklich nahezu, also ein kleine Luftbläschen sind noch drin, aber ich mit dem Vakuumfolienschweißgerät saugt es erst die Luft raus und dann wird es zugeschweißt. Und dann sind die wirklich, da kann man sogar in einer feuchten Umgebung die lagern, weil die sind jetzt, ist ja zugeschweißt. Ne? Ja. Da ist keine Luft mehr drin. Die sind vor Umwelteinflüssen, das ist geruchsneutral, das ist lebensmittelecht, in dem Karton gut zu stapeln, also eigentlich eine wunderbare Lagermöglichkeit. Ein bisschen problematisch ist halt, es wieder rauszukriegen. Am besten, wenn es kristallisiert ist, irgendeine Wanne raus und die Folie da aus dem Kristallisierten abschälen und ihn dann erwärmen. Aber wenn man, es ist ein bisschen Matscherei, den wieder rauskriegen aus der Folie. Okay, danke. Gut, dann kommt noch eine Frage von der Anke Ostermann. Kannst du dein Mikrofon freischalten, Anke? Scheint nicht zu klappen, dann lese ich die Frage vor. Können Sie Züchter empfehlen, die begattete Königin verkaufen? Ach, schwierige Frage. Bei Carnica würde ich sagen, ist es relativ einfach, weil die recht einheitliches Material haben. Und da sind, glaube ich, alle, die irgendwo auf eine Belegstelle gehen, recht gut. Aber hier unser Andreas, wenn man Richtung Carnica will, hat der Andreas Homuth mal einen Züchterpreis gekriegt. Da kann man einfach mal gucken, wer so als guter Züchter ist. Aber ja, sich einfach mal im Verband, im Verein rumhören. Ich habe gute Erfahrungen auch bei Buckfast. Gibt es ja gar nicht so viele Züchter. Die meisten sind ja Vermehrer. Ich habe da gute Erfahrungen mit Herkünften, die auf die Zucht von meinen Neuhäuser zurückgingen. Die waren sehr sanftmütig und ertragsstark. Ich habe auch von einem anderen Imker, wo ich dann jetzt, wenn es nach, es sei denn, du schneidest es hinterher raus. Ich habe also auch schon welche gekauft, die ich dann im nächsten Jahr dann abgedrückt und nicht mehr weitergezüchtet. Hier von Jos Gut habe ich früher bezogen, waren auch immer sehr gut gewesen. Ja, vielleicht habe ich da auch manchmal nur Pech gehabt, aber jetzt habe ich meistens hier, weil ich guten Kontakt habe hier bei uns in Sachsen zum Peter Gruner und der fährt meist zu meinen Neuhäuser hin und der eben selber auch Auslese betreibt. Und da habe ich eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Genau. Und man müsste also, aber es gibt ja sehr viele Buckfast-Züchter, dass man einfach fragt, wo kommt denn die ursprünglich her? Weil die ja nicht alle die komplett die Kombinationszucht selber machen, sondern auch dann von Züchter beziehen und dann mehr oder weniger auch nur vermehren. Und ich mache das ja auch so. Ich hole mir von gelegentlich mal eine neue und dann bringe ich die auf die Belegstellen, dass ich dann über die 5-6 Jahre dann auch selber vermehre. Aber sag mal, ich habe da nicht das Händchen dafür, den Blick dafür, eine gezielte Weiterentwicklung. Oder ich bin froh, wenn sie die Leistung halbwegs halten dann dabei. Ja genau, vielleicht ist ein Vorschlag, weil ja viele aus ganz Deutschland oder auch Österreich hier mit zuhören oder sowas einfach, dass man bei sich im Verein in der Region mal fragt, wer dort als guter Züchter empfohlen ist und von dort die Königin dann entsprechend erwirbt.
Ja, und wie gesagt, ich selber habe zwar die Bugfast, aber da gibt es ja auch solche Glaubenskriege. Ich bin durchaus auch ein Freund von der, sag mal, Rassezucht, weil wenn alle nur nach Leistung züchten und Honigertrag, dann gehen diese ursprünglichen, sag mal, genetischen Ressourcen eben auch verloren, ne? Dann hat man, wenn wir das alle Hühnerzüchter machen würden, dann hätte man nicht die schönen bunten, was ich, verschiedenen Geflügelrassen, hätte man nur noch weiße Leghorn mit Massenhonigertrag. Also es gibt ja nicht nur einen Ertrag, sondern auch verschiedene Leistungsmerkmale, nach denen man selektieren kann und die auch ihre Berechtigung haben. Also da muss man fragen, was ist für mich eine gute Königin? Ne? Auf welches Merkmal lege ich jetzt besonderen Wert? Ne? Der eine sagt, okay, eine Backfast, die extremen Ertrag bringt, ist für mich eine gute Königin. Der sagt, ich will aber eine, die schön grau aussieht. Das hat meines Erachtens beides seine Berechtigung. Ich habe jetzt noch von der Verena. Ja, hallo. Ja, ich habe zwei Fragen und zwar meine alten Rähmchen, die ich rausgenommen habe. Da habe ich dann immer das rausgeschnitten mit meinem Meißel, Stockmeißel. Da geht natürlich irgendwie vieles kaputt, die Drähtchen und so. Kann ich die einfach in den Sonnenwachsschmelzer packen? Oder wie hole ich da die alten Waben raus? Ja, am besten das Rähmchen komplett mit Draht und allem drum und dran in einen Wachsschmelzer. Das ist egal, wo der seine Energie bezieht. Es kann ein Sonnenwachsschmelzer sein oder ein Dampfwachsschmelzer. Muss nur idealerweise, wenn die Rähmchen, also auch beim Sonnenwachsschmelzer, wenn man bei den Sommern, wie wir die letzten Jahre haben, und dann dabei ist, ist da ja nach einer halben Stunde, kommt darauf an, ob das jetzt einer ist, wo man 10 Rähmchen in der Zarge reinstellt oder einen, wo nur zwei, drei Rähmchen drin sind. Da ist die ja ruckzuck durch. In dem Moment, wo der noch heiß ist, rausnehmen, den Trister rausklopfen, über einen großen Bottich und dann gleich, solange es heiß ist, noch abkratzen. Dann kann man nicht den Draht erhalten und die Rähmchen sind noch sauber und brauchen nicht wieder neu Drahten hinterher. Ja, wunderbar. Das war nämlich immer mühsam. Und dann die andere Frage, wenn man sich selber Mittelwände machen möchte, wie mache ich das? Also man braucht auf jeden Fall eine Mittelwandgießform. Also von Hand schnitzen ist mühsam. Und da gibt es verschiedene Modelle. Ich würde auf jeden Fall eine wassergekühlte verwenden. Und jetzt gab es dann Neuentwicklungen, wo man keinen, die Alten haben ja so ein Kanalsystem, wo man das Wasser durchlaufen muss. Das habe ich in neu gesehene Zelle, die ist einfach in einem Wasserbottich und zwei Gießformen und dann dreht man um, die obere füllt man, dann macht man die klappt man die zu, also wie so ein Waffeleisen wird zugeklappt, dann dreht man um, dann fängt das unter Wasser in den Wasserdruck rein, wo es kalte Wasser drin ist. Und dann arbeitet man immer im Wechselschicht zwei, sagen wir, Prägeseiten auf einmal. Die sind allerdings nicht ganz billig. Und wenn man mehr investieren will, ist natürlich eine Walze. Da kann man hintereinander wegarbeiten, aber das Zeug wird ja auch immer teurer, ne? Also Okay, müsste klar. man irgendwann in den sauren Apfelbeiß investieren. Wobei jetzt ja ein Hersteller sich auf so ein mittelgroßes Format spezialisiert hat. Da kostet so eine vollautomatische, also jetzt ist nicht für einen Hobbyimker interessant, vollautomatische, ja nicht vollautomatisch, aber so halbautomatisch, eine große Gießstation kombiniert mit dem Schmelzbehälter, mit der Ausgießstation, die Doppelwalze und dann läuft dann und zum Zuschneiden die Einrichtung, kostet dann 18.000 Euro. Das ist dann für so einen, sagen wir, für einen Imkerbedarfsladen oder ich weiß hier, bei uns in Nähe hat ja auch der schon einen Berufsimker dann angekündigt. Er bietet das dann an. Der hat sich so ein Ding bestellt und schon mal angekündigt, wenn ihr im Verein das braucht, hier mache ich dann Umarbeitung auch in kleineren Mengen. Und nur das Dumme ist, die haben momentan 2 Jahre Lieferzeit. Aber die haben das, glaube ich, vor 2, 3 Jahren vorgestellt und die Dinger gehen weg wie die warmen Semmeln, weil da denkt einer, Mensch, das ist eine Nachfrage, investiere ich mal hier 15.000 Euro und biete das dann in meiner Region als kleiner Mittelwandhersteller an. Das scheint sehr gefragt zu sein. Es gibt also sehr viele, dass man es dann gar nicht mehr selber machen muss, sondern in der Region meistens dann so ein mittelgroßer, entweder ein kleiner Händler oder ein Berufsimker oder ein größerer Nebenerwerbsimker sich so ein Ding zugelegt hat. Aber gesagt, ich habe mir mal günstig gebraucht eine Edelstahlgießform gekauft und wenn man die pfleglich behandelt, halten die deutlich länger, als drauf angegeben ist. Man sagt, nach so und so vielen Durchgängen müsste man dann die Silikonform erneuern. Also meine hat ihre Lebenserwartung schon deutlich überschritten, aber ich verleihe die auch nicht. Also das sage ich, die benutze ich selber, einfach weil man sie wirklich pfleglich behandeln muss. Und ich habe die Erfahrung gemacht bei anderen Dingen, wenn es nicht das eigene ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, vielen Dank. Ja.
So, jetzt habe ich nur noch die allerletzte Frage hier im Forum. Die ist von Silja, da steht auch dahinter kein Mikro. Warum impft man Honig mit Honig? Was bringt das? Ja, also man möchte eine möglichst gleichmäßige Kristallisierung erreichen. Und das ist wie bei jedem Kristallisierungsprozess, die Kristalle, wenn ich viele kleine Kristallisationspunkte habe, wird er weiter fein kristallisieren. Ich brauche also nicht so viel rühren. Während wenn ich ihn nicht beimpfe, muss ich warten, bis irgendwann die ersten Kristalle von selber entstehen und muss die dann gleich zerrühren, dass die klein sind. Kristalle, die mal groß gewachsen sind, werden nicht mehr klein. Und wenn ich aber gleich viele kleine Kristalle zusätze, habe ich schon einen idealen Ausgangspunkt für einen fein kristallisierten, nicht zu groben Honig. Am Ende ist es Geschmackssache. Es gibt Leute, die mögen so richtig grob steinharten, grob kristallisierten Honig. Aber nach den Leitlinien bei einer Honigprämierung wird man mit einem grob kristallisierten, steinharten Honig keinen Preis gewinnen. Also das Ziel ist ein fein kristallisierten Honig, der auf der, wenn man den Honig auf den Löffel nimmt, mit der Zunge gegen den Gaumen reibt, dass man dann keine Kristalle spürt, aber so, dass er schon im Glas so fest ist, dass man mit dem Messer oder Löffel rausnehmen kann. So weich, dass man das Problem machen kann, aber das Loch, was man da gemacht hat, nicht zusammenfließt. Wenn es zusammenfließt, hat man schon wieder zu viel gerührt, also überrührt. Muss also genau, dass also die Sollkonsistenz ist so, dass man ihn leicht streichen kann, aber nichts wieder zusammenfließt. Und dass man am Gaumen keine Einzelkristalle führt, sondern dass er nur fein samtig ist. Aber das ist dann Thema für Honiglehrgang nochmal extra dann. Gut. Ich bedanke mich ganz, ganz vielmals, Michael, dass du Zeit hattest, dass du uns das alles so vorgestellt hast und bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern, die heute live dabei gewesen sind. Also vielen Dank. Danke. Ja, ich danke auch für die rege Beteiligung bei den Fragen.